Heute mit Oliver Pocher, Tietje Mierendorf und Bernhard Hoecker. Cordula hat die Tatsache, dass sie selbst für ein molliges Model zu dick ist, so sehr getroffen, dass sie seit einer Woche gegen ihre Esslust ankämpft. Das ist aber gar nicht so einfach und gleich bekommt sie auch noch die Nachricht, dass ihr Freund Bernhard eine große Erbschaft gemacht hat. Immer ist das Glück mit den anderen. Die Schauspieler haben kein Drehbuch, alles ist improvisiert. Und jeder Comedian bekommt über einen Knopf im Ohr Regieanweisungen eingeflüstert, die er ins Spiel mit einbeziehen muss. So, was haben die genau geschrieben? Herr Stratmann, Sie sind, selbst für mollige Mode sind Sie zu dick. Das glaube ich nicht. Cordula, sag deinen Fettzellen den Kampf an. Wenn sich eine von euch Schweinen hier mal an die Oberfläche traut, direkt sofort auf die 12 hier. Komm, trau dich. Boah, kann man Fettzellen wegknallen? Sich selber rausprügeln? Hauen, nicht prügeln. Das ist aber, das ist zum Beispiel jetzt ganz toll von mir, dass ich nur Wasser trinke gerade und mir da überhaupt nichts mehr reingetan habe. Keine Limo, kein Apfelsaft, kein gar nichts. Das sind wieder 10 Gramm, 10, 10, 20 Gramm über so einen Abend verteilt. Cordula, schimpfe auf die schlechten Gene deines Vaters. Zu wie viel Prozent war mein Vater eigentlich an der ganzen Sache beteiligt? Ich nehme an, meine Mutter hat unten gelegen. Das ist ja die Generation. So, und das ist mein Vater. Oh, so, Barbara. So, und da tut er seine Sachen da rein in die Mama. Das kann doch so viel, kann das doch gar nicht gewesen sein. Das ist ein Röhrchen voll. Das ist ja letztlich nur einer, der da sich durchgekämpft hat, ne? Ei, nee. Ich jetzt. Aber meine Mutter ist dünn. So dünn möchte man auch nicht sein. Aber 60 Kilo müssen runter. Das sind... Aber dann kann ich kein Model mehr für mollige Mode werden. Es ist alles, das ganze Leben ist doch ein Verdienst. Guck mal, und ich bewege mich doch viel. So ein ständiges Hin und Her. Wasser holen und dann wieder, jetzt habe ich die Reiswaffeln da vorne vergessen. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Bis da vorne laufen, wie viele Meter sind das? So, jetzt das anheben, das anheben. Was nehme ich denn jetzt? Das tue ich eins zurück, zack. So, nehme nur das mit. Jetzt denke ich, ach nein, ich möchte doch das andere haben. Gehe ich wieder zurück. So geht das doch den ganzen Tag. Das ist doch eine Stoffwechselstörung, die ich habe. Das hat mit dem Essen so viel nicht zu tun. Ich muss zum Arzt. Wie kommt das, dass ich so... Das ist die Strecke, die mir jetzt ein bisschen zu viel ist. Cordula, du willst heute niemanden sprechen. Du willst mich sprechen, aber ich dich nicht. Nein, ich bin heute nicht so zurecht, dass ich mit irgendwem sprechen möchte. Nein, ich fühle mich nicht danach. Ach, lass mich. Ja.
Das waren auch wieder hier. Cordula, gönn dir noch eine letzte Reiswaffel. Eine noch und dann den Obstteller. Oh, ich habe auch echt Hunger. Oh, wieso schmeckt mir die denn jetzt nicht? Die zählt doch jetzt nicht, ne? Das war eine schlechte. So, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt schon nicht ans Telefon gehe, dann ist es ja sehr inkonsequent, jetzt die Tür aufzumachen. Jetzt habe ich einen Konflikt. Leute, ich bin satt. Das ist ja unfassbar. Ich brauch gar nicht mehr so viel. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe erstmal ans Telefon. Hallo? Süße, da ist jetzt jemand. Und jetzt nochmal. Hallo? Hallo? Erkennst du mich? Hä? Wir wollen nur mal ganz kurz mit Ihnen über die Bibel sprechen. Hallo? Hör mal, dir geht's nicht gut? Du willst über die Bibel sprechen? Ja. Danke. Hab ich den Mund verschmiert? Nein, alles toll. Oh, du gehst nicht weg oder so. Warum? Oh mein Gott. Ja, warum? Genau. Du musst die Feste feilen, wie sie kommen, ja? Sagt man ja auch so. Cordula, du fühlst dich schrecklich unattraktiv. Hier. Keiner geht mehr ran. Sei mal ganz ehrlich. Ja. Du hättest jetzt, wenn ich nicht den Kuss beendet hätte, hättest du durchaus mich geküsst, ja? Rein freundschaftlich. Kommt jetzt sehr drauf. Sowas nicht sagen! Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass du irgendwelche Gefühle für mich hegst. Ach so, meinst du? Du so, wolltest ja, nicht enttäuscht werden. Nein. Man wird ja so schnell enttäuscht, ja? Ich gebe dir jetzt eine Vorlage für einen Witz und den wirst du aber nicht machen, okay? Okay. Findest du mich auch so unattraktiv, wie man mir das schon mal sagt? Da fällt mir noch nicht mal ein Gag zu ein. Also. Oliver, behaupte, Cordula ist gar nicht so dick. Nee, so reicht ja, wenn ich das finde. Dick bist du ja auch gar nicht. Schon, aber... Ich habe gerade versucht, eine ganze Reiswaffel zu essen. Es ist mir nicht möglich. Warum nicht? Es ist mir viel zu viel. Ich krieg sie nicht runter. So ein Pech aber auch, Cordula. Apropos, fällt mir ein. Warte. Zu dick. Was ist eigentlich aus deinem Modeln jetzt geworden? Die haben mir geschrieben und die haben halt mir gesagt, weil sie der Auffahrt, so viele waren das gar nicht, von der Jury, das waren 5 Leute, von 80 Millionen Deutschen, das muss man sich immer klar machen. Das ist nicht repräsentativ. Absolut nicht. Und die haben mir gesagt,
dass sie natürlich sehr sich schäbig vorkommen würden, ja, wenn sie den anderen, ja, denen sie das schon versprochen haben, wenn sie die nicht nehmen würden und stattdessen mich nehmen. Nee, dann macht das ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn, weil ich dachte schon, also für mollige Mode bist du ja bestimmt nicht zu dick. Dann, weil das hätte ja gut gepasst. Das wäre ja lächerlich, wenn sie es deswegen waren. Aber das finde ich ja einen guten Zug von dir, dass du da wirklich anderen den Vorrang lässt. Ah ja, ich hab denen dann keinen Stress mehr gemacht. Aber weswegen ich eigentlich ja da bin, das wollte ich dir ja erzählen. Was? Der Bernhard hat mich angerufen und der hat gesagt, heute sollen wir alle hierher kommen. Es gibt vielleicht was zu feiern. Der Arsch. Bei mir feiern? Oliver, du glaubst, Bernhard ist ein Millionenerbe. Was sein heute? Pass mal auf, weil der Bernhard, der hat geerbt. Ah, wann kommt er denn? Ja, und er wollte sagen, was dabei um die Ecke kommt. Und ich finde seitdem den Bernhard auch eigentlich tendenziell meinen besten Freund. Also ist ja nie, dass ich mich schlecht mit ihm verstanden. Super in Ordnung. Super Typ. Ein super Typ. Ach, der Bernhard, was hab ich den immer schon lieb. Ja, ähnlich. Da ist mir ja auch total Wurst, dass der jetzt auch nicht unbedingt ein Typ wäre, wo man sagt, wow, ja. Aber der ist ja wirklich... Nein, das ist ein Typ für einen zweiten Blick und dann bleibst du aber haften. Ja. Definitiv. So, und jetzt in welcher Größe? Also ich... Also so wie der sich angehört hat, also ich glaube hier ordentlich paar Millionen. Ja. Und ich meine, das kann er ja gar nicht alleine ausgeben. Das will er bei mir feiern. Der hat gesagt, bei mir treffen wir uns. Da hat er sich gesagt, ich sollte vorbeikommen. Cordula, verplane Bernhards Geld. Also Freunden gibt man ja eine Million oder auch zwei oder und drei. Und auch ein Küsschen. Zum Beispiel. Und ich sag dir mal eins, Olli. Ja. Ich träume schon lange davon, auch mal was zu kaufen. Weißt du, immer nur zur Miete. Und dann weißt du immer nicht, ich hoffe, wie geht wenn das? Er jetzt die ganzen Millionen-App nicht, dass er jetzt anfängt, sich körperlich zu verändern, sich die Lippen aufspritzen und sowas. Man muss schon überlegen, wie er das Geld am besten ausgibt. Das heißt, erstmal Eigentum kaufen. Zum Beispiel eigene Haare. Hat ja Elton John das auch stimmt gemacht. Der hat das doch mit Klebestreifen, hat er doch so ein paar Sachen da oben drauf. Der hat ja vorher immer Mütze getragen und jetzt hat er ja Haare. Und der sieht immer so aus, als hätte er sich das Ding auf den Kopf gesetzt und leider der Klebestreifen muss eigentlich hier sitzen und hier hat er den aber leider. Weißt du, das tut mir immer so leid, wenn ich den Elton sehe. Dann denke ich immer, das ganze Geld hilft ihm ja nichts, wenn er die Klebestreifen falsch justiert. Aber nicht verwechseln mit dem Mooshammer. Ja, bei dem hält ja jetzt nichts mehr. Man muss jetzt mal hochrechnen. Alleine wird er unglücklich mit dem Geld. Das muss man ihm sofort sagen, wenn er Kohle hat. Wenn er es nicht selber weiß. Das wird er sicherlich wissen. Also mir war das ja immer egal, ob jemand Geld hat oder nicht. Aber jetzt ist mir noch egaler fast. Mit Bernhards Geld wird es mir wirklich zunehmend... Oliver, du denkst, Bernhard kann nicht mit Geld umgehen. Also ich meine, also was er definitiv bestimmt nicht kann, ist ja mit Geld umgehen. Na, er hat doch uns. Deswegen gehen wir damit um. Und die Wohnung, um die es geht, suche ich mir schon selber aus. Ja, guck mal an, wie der Bernhard auch sonst immer rumläuft. Ja, er müffelt auch unter den Armen. Aber wenn man reich wird, dann riecht man das nicht mehr so. Ey, der schmiert sich Armani unter der Arme. So. Armani. Das. Obwohl zu Bernhard passt ja eher Calvin Klein. Oh, so du wieder.
Jette Job? Das ist keine Marke. Nee? Nee. Das tut man sich das in der Kimme? Gut möglich, ja. Die designt ja irgendwie Schlüpper, Schuhe, Parfum und sowas halt. Schlüpper? Ja. Für die Kimme? Richtig. Die macht auch Schmuck und so, ne? Schmuck. Bloß, dass sich der Bernhard jetzt nicht mit Schmuck vollhängt, wenn er so viel Kohle hat, ne? Oh, nee. Bah! Das geht gar nicht. So ein richtiger Arschproblem. Hier dann auch noch so ein Kettchen um, weißt du? Ich dachte, ein Tattoo. Nee, ein Kettchen. Was für ein Assi dann, oder? Das würde ich ihm dann vielleicht auch sagen. Müssen wir ihm sagen. Wir sind seine Freunde. Richtig. Wir müssen mit dem Bernhard von Anfang an ganz ehrlich und, reden. Und wenn er sagt, ja, hier, pass auf, bei mir läuft's richtig gut, ich habe da echt einiges bekommen, aber ich muss jetzt erstmal selber sehen, wie ich mit dem Geld umgehe, da muss man ihm auch ganz ehrlich sagen. Ganz klar sagen, das ist der ganz falsche Weg. Richtig, Freunde kommen, Freunde gehen sehr schnell. Das ist ja seine große Gefahr. Ja. Dass er das Man hat dann nämlich auch nichts mehr. Nein, hat er nicht. Und uns auch nicht. Auf gar keinen Fall. Und wenn er mir eine Wohnung kauft, dann hat er lange was von mir. Richtig. Und vielleicht ziehst du in eine Wohnung, in der man auch ab 8:30 laut sprechen kann. Jetzt klingelt es aus dem Haus. Oh. Das ist nicht die Haustür, das ist meine Wohnungstür. Wer ist das? Heyo! Hallo! Hallo! Danke! Ahoi! Wo ist er denn, hä? Wo ist denn Bernhard? Was? Wo ist denn unser Erbe hier? Wieso? Erbe? Bernhard erbt nicht. Was? Bernhard hat mich doch angerufen. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Der Bernhard hat mich angerufen? Ja, natürlich. Das glaube ich ja gar nicht. Dass er geerbt hat? Ihr seid doch gar nicht. Hab ich schon mal hier. Was sind wir gar nicht? Befreundet, wirklich. Natürlich sind wir befreundet. Na, aber nicht so dicke wie wir. Jetzt müssen wir aber langsam mal durchzählen, Tetschi. Jetzt wird's ein bisschen eng, oder? Mehrere Millionen. Wie viel denn jetzt? Wenn's mehrere Millionen. Nein. Nein. Ach, ich bin so gar nicht viel hat er geerbt vielleicht. Seid ihr auf sein Erbe aus, oder wie? Nee. Nein, wir wollen den Bernhard schützen. Ja, und ihr wollt ihn schützen? Vor Menschen, die einfach... Die mit dem Buch reinkommen, wo sie direkt sagen, komm, wir beraten dich hier. Moment. Das sind die Schlimmsten. Ich bin hier der Einzige, der ihm wirklich helfen will. Ich möchte auf gar keinen Fall, woher hast du das Buch überhaupt? Bernhard Buchhandel. Opfer von was Erblasser und Erben wissen und beachten sollten. Erblasser. Naja, aber das werde ich ja mit ihm durcharbeiten. Ne? Habt ihr das eben auch gehört? Was denn? Du wohnst jetzt in der Einflugschneise, oder? Das ist der Bernhard, der hat sich einen Hubschrauber davon. Scheiße, der hat die Kohle schon ausgegeben und... Tetsche, stell dir Bernhard als Aufsichtsratsvorsitzenden vor. Gar nicht kann. Ja, also es hört macht er eine Albatros-Landung und jetzt sind wir den Bernhard quitt, das Erbe quitt. Alles, das war's gewesen. Kannst das Buch wieder nach oben stellen. Naja, aber ich meine, vielleicht ist es ja auch ganz anders. Vielleicht hat er sich ja den Hubschrauber gechartert, ist vielleicht jetzt irgendwie von so einer großen Airline da erstmal über den Vorstand jetzt aufgestiegen und macht da Fettkohle als Aufsichtsratsvorsitzender. Innerhalb von einem Tag. Und bei der Lufthansa können die auch alle für 10% fliegen, die Mitarbeiter. 10%? Für 10%. Können die Aufsichtsmitglieder... Aufsichtsratsvorsitzende. Aber der Bernhard ist doch auch nur 10%. Da müssen Sie dem aber was anderes an Vergünstigung geben. Kann man so ins Staubfach legen. Bitte verstauen Sie Ihren mitgebrachten Bernhard unter Ihrem Fördersitz. Nee, ist nicht nett. Hat er nicht verdient. Nee, echt?
Das, nee, wie du über den jetzt auch. Hier so lässt vor allen auf Dingen, einmal. Genau, wie ja. du über den Bernhard sprichst. Hallo? Das gefällt Schön. Uns beiden aber überhaupt gar nicht. Gar nicht. Nicht, dass er das vielleicht noch mal irgendwann zu hören bekommt. Ich möchte nicht wissen, was sie hier vorher schon besprochen hat, als sie noch nicht da war. Magst du eine Reiswaffel? Da sind verschiedene Größen drin. So, jetzt haben wir schön geschafft, alle miteinander. Ja. Hört doch mal dazu. Nein. Hört doch mal. Du teilst doch nicht mal ein Buch, ein Taschenbuch. Wie willst du denn mit uns Bernhards Erbe teilen? Wie soll das denn gehen? Gibt's das auch für PlayStation? Leute, wenn ihr euch von Bernhards Geld irgendwie ein Kompi kaufen wollt, dann mache ich nicht mit. Nee, nur eine kleine Konsole. Kostet 150 Euro. Wenn man den richtigen Elektrofachmarkt ansteuert. Ich gehe nur beim kleinen Händler kaufen, da ist nämlich der Service am besten. Das ist... ja. Man soll ja den Mittelstand unterstützen. Man soll ja Selbstständige auch fördern. Du bist Deutschland. Würde ich nie mitmachen bei so einer Kampagne. Cordula, referiere über kleine Männer mit viel Geld. Was soll denn so ein kleiner Mann mit so viel Geld? Weißt du, was kleine Männer für eine Kohle brauchen? Heimlich. Hey, bei die sind immer viel näher mit dem Gesicht am Boden, ne? Die gehen ja gerade mal mit der Nase über einem Hundehaufen vorbei. Die haben ein viel gefährlicheres Leben, wirklich. Die müssen sehr viel mehr Prophylaxe betreiben für ihre Gesundheit. Die müssen Vitaminpräparate nehmen, Mineralstoffe und so weiter und so fort. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, die ja die Nase immer so hoch tragen. Wir sind hochnäsig, das kann ich dir sagen. Hoffentlich greift bei ihm nicht das Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nicht-ehelicher Kinder, was es alles gibt hier. WM, dachte ich mal, wer Weltmeisterschaft, ist aber Wertpapier, Ermittlung, Zeitschrift für Wirtschaft und Bankrecht. Wo ist jetzt ein M? Ja, deswegen macht mir das ja Angst. Hast du schon mal was geerbt? Ich? Nee. Nur... Tetsche, du hast mal ein Dixie-Klo geerbt. Nur Spott, Verspottung, Spott. Das kann man doch nicht erben. Doch. Ich erbe immer nur Ablehnung und... Ah nee, gar nicht wahr. Nein. Ich habe mal was geerbt. Von einem Bauarbeiter. So ein blaues Haus. Streng genommen war es eine Einzimmerwohnung. Mit Wasseranschluss. Hast du von einem Bauarbeiter geerbt? Ja. Das ja. hatte der gerade fertig gebaut und hat er gesagt, hier, Tetsche. Naja, er hat es nicht selbst gebaut, es war mehr so aus einem Guss. Mit Ausguss. Aber wahnsinnig mobil. Also, man kann damit auch... Peter Lustig von Löwenzahn hat hier seinen Wohnwagen vererbt. Nee, da hätte ich ja reingepasst. Dixie-Toilette. Ja. Das vererbt ihr im Bauarbeiter. Ja. Die Frage ist doch allerdings, wie passiert das? Da ist doch was gelaufen. Ich hatte nie was mit dem Bauarbeiter. Ich bin da einfach jeden Morgen vorbeigegangen, hab nett gegrüßt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So. Komm, das ist unsere Toilette am Ende, oder wie? Naja, ich habe ihm ein bisschen geholfen, die Decke zu streichen. Natürlich. Wie denn? Ich habe mich auf eine Leiter gestellt und dann... Oh. Was ist denn das für ein Haus gewesen, wo du dich auf eine Leiter stellst, den Bauarbeiter noch hochhängst? Oh! Nicht so schnell, junger Freund. Ich wohne hier. Super! Das ist ja super! Hallo!
Bernhard! Ja. Reicht doch jetzt! Setz ist doch Mensch, der Bernhard kann sich doch erstmal setzen. Nimm mal bitte. Bernhard, ja, nehme ich doch. Bernhard, setz dich doch einfach mal. Komm, hier bei dir ruhig raus. Cool, dass du mich angerufen hast. Ja. Ja, klar. Na, Alter, klar. Was geht? Reicht jetzt auch. Ja, so. Bernhard, komm! Ja, was? Mensch, Champagner! Bernhard? Führ dich auf wie ein neureicher Snob. Ja, mach mal erst die Flasche auf, bitte. Oh, was ist denn das? Kleines Häppchen zwischendurch? Zeig doch mal her. Ich sollte die aufmachen. An mit deinem. Toller Mädel, komm, jetzt setz dich hin. Du hast eine Ausstrahlung, Bernhard. Das wollte ich dir letztes Mal schon sagen, da bin ich irgendwie nicht. Moment. Das hätte ich gern nochmal gesehen. So, wisst ihr was, Leute? Erstmal, wie siehst du überhaupt aus? Erstmal geht der Bernhard jetzt richtig einen Bob in die Bahn legen, wa? Nach der Aufregung. Es war aufregend, ich habe geschwitzt wie Sau. Ich denke mir, ich werde mir das ein oder andere Armani mal unter die Arme streifen lassen. Unterm Arm Armani siehst du aus wie Ani. Hasta la vista, Baby. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Das musst du machen, während der Bernhard dabei ist. Oh, hol den Korken. Das halbe Haus ist im Arsch. Das ist doch bescheuert. Was ist das denn hier? Leute, doch nicht in den Gläsern. Du hast wirklich keine... Ja, Entschuldigung, wenn du... Kommt das denn her? Was ist das denn, bitte? Wer hat denn da reingemacht? Ist mir so rausgerutscht. Schön, dass das Erbe vom Bauarbeiter Tietje, hier mitbringt. Das ist ja widerlich. Hier, ey. Bernhard, super, der Anzug, super. Ja, ne, schick, ich hab mir gedacht... Bernhard, du hast eine Ausstrahlung, das wollte ich dir schon ganz lange Hammer. Sagen, ich bin nie dazu gekommen. Oliver, bring dich als besten Freund in Erinnerung. Du bist, ich habe gerade das Gefühl, mit drei Leuten sechs Freundschaften zu haben. Bernhard, was geht hier noch? Wer ist dein bester Freund? Der Notar. Nein. Nein, erinnere dich doch mal. Mit wem hast du hier getan? Der Notar hat zu mir gesagt, ruf deine allerbeste Freundin oder Freund an. Ich hab's gemacht. Die ist nicht dran gegangen. Ich hätte geteilt. Bernhard, wer ist dein bester Freund? Überleg mal. Du warst nicht zu Hause, oder? Ich war in einer ganz fürchterlichen Stimmung. Ich hätte dich sehr gebraucht. Aber ich hätte dich hier zu Hause vor der Tür gebraucht. Nicht am Telefon. Ich wollte nicht telefonieren. Weißt du, was in dem Testament drin stand? Das Zeug wird verdoppelt, wenn einer dran geht, den ich anrufe. Ich bin ja dran gegangen. Ich habe nur nicht gesagt, du hörst Lars Stratmann. Ich bin einfach dran gegangen und dann, dann war die Leitung plötzlich unterbrochen. Halt mal die Klappe. Er hat mich aber angerufen, ich bin rangegangen. Sag mal, da verdoppelt sich das Ganze. Da war ich aber noch gar nicht beim Notar, das war erst danach. Das hat, also, pass auf, das Problem ist, also mein Onkel, also Erbonkel, also genau genommen irgend so ein Cousin von meinem Dein Onkel ist Günther hier auch, oder? So, ja. Das ist aber eine Kirche. Der ist Bernhard. Jo. Oh nee, hör mal, das ist ja hässlich in dem Glas. Das ist schon okay. Lass es tropfen, wenn ihn am Sekt liegt. Es passt jetzt. Dieser Onkel ist der total abgefahrene Typ. Ja. Der war schon in der Familie, wurde schon immer geredet. Der Typ hat Asche, der hat Schotter, ja? Nein. Der hat vor allen Dingen Immobilie. Und da kannst du ja nicht in allen jetzt Immobilien... Jetzt ratet mal, was davon mir gehört. Ganz Potsdam. Günther Jauch muss ausziehen. Bernhard, präsentiere den Kneipenschlüssel wie eine Trophäe. Ich habe ein Dixi-Klo. Pass auf, ja. Ein Dixi-Klo, pass mal auf. Total lustig. Beim, Leute, der Schlüssel. Wow, Bernhard, wer ist dein bester Freund? Ja, Also, ich habe etwas geerbt. Ja. Ich weiß nicht genau, was es ist. Er hat mir die Schlüssel gegeben und meinte, es wäre Gemarkung 37. Gemarkung. Das müssen Länder sein. Ja, das sind normale Hektarweise. Das sind, also ich stelle mir sowas vor, wie Dormagen verschwindet von der Landkarte. Verschwindet von der Landkarte. Ja. Ich baue mir in der Mitte so eine kleine Hütte,
700 Quadratmeter Grundfläche für die Eingangshalle. Ja. Und dann lebe ich auf einem Land, an dem die Sonne nie untergeht. Weil du wohnst am Nordpol? Und ich sag gerade noch eben zum Olli, ich würde so gerne mal was kaufen. Ja. Da wollte ich mit dir auch drüber sprechen. Pass auf, das Coole ist, wir können wahrscheinlich beim Essen oder Trinken drüber reden, denn es hat was mit Gastronomie zu tun, mit Essen, Trinken, irgendwo. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Oh, du kriegst Leute. Jetzt... Ich schwitze an den Händen total. Jetzt, und was ist jetzt mit den Häusern? Ich schwitze total an den Händen. Oliver, stell dir Bernhard hinter dem Tresen vor. Spannend. Ich habe mir gerade kurz was vorgestellt. Was hast du dir vorgestellt? Mal angenommen, es wäre eine Bar. Eine Bar? Und du würdest da arbeiten. Das ist wirklich assi. Das ist echt das total ist daneben. Assi. So einer kann nicht dein bester Freund sein. Was ich habe mich wäre, gefreut für was dich. Wäre das war ein denn, ehrliches, da, aufrichtiges... Denn, wenn ich da arbeiten würde? Das wäre super, weil da wären immer Leute. Das wird laufen wie geschnitten Brot. Und ich bin dein bester Freund und auch da. Du würdest da für mich arbeiten? Arbeiten direkt nicht, aber ich komme vorbei mal. Ich finde das total an, scheiße. Da also so merkst du das nicht, dass die beiden am Scharren sind wie verrückt? Und wer dich hier in Ruhe lässt, bin ich? Ja, das hat der Notar mir gesagt. Ich soll sehr, sehr aufpassen. Einfach nur das Allerbeste, lieber Bernhard. Das hat er mir gesagt. Passen Sie auf, es gibt Leute, die wünschen Ihnen das Allerbeste. Ich wünsche dir das Allerallerbeste. Ja, und das sind die, das, ehrlich? Ja. Oh. Ich unterstütze dich. Ich habe ein Buch gekauft für 11 Euro. Ist okay, möchte ich gar nicht wieder haben. Aber guter Rat zu Testament und Erbfall. Ich möchte ein wahrer Freund für dich sein. Ich möchte keinen Cent Geld haben. Nee. Okay, kleine Geschenke. Peche, handle Freigetränke auf Lebenszeit aus. Bernhard, jetzt ist natürlich wichtig, da du so jetzt wirklich da im Mittelpunkt stehst und was geerbt hast, auch selber ein Testament zu machen, weil es passieren Unfälle. Es gibt Neider, Bernhard. Ja, und dann geht ein Riesengehacke rum, um wer ist jetzt der beste Freund gewesen. Ja. Und das weißt du ja letztendlich. Die Freunde musst du dir schon selbst aussuchen, aber Berater kommen so. Pass auf, ich gebe dir eine gute Beratung, ich arbeite mich durch das Buch durch und ich brauche auch gar kein Honorar, aber vielleicht können wir darüber reden, dass wenn du eine Gastro erbst, dass ich Freigetränke kriege. Hey, sowas kostet dich nicht. Was kostet so ein 50 Liter Fass? Freigetränke? Gar nichts. Hey. Ich habe das Gefühl, du schwatzt mich hier voll. Ja, das habe ich auch. Und ich habe das Gefühl, dir geht es nur um eins. Du möchtest die 11,90 Euro für das Buch wiederhaben. Ich möchte das überhaupt nicht wiederhaben. Das ist eine ganz schäbige Sache und der Bernhard hat genau den richtigen Riecher. Bernhard, also ich würde mich auch wirklich nicht wohlfühlen, wenn der Bernhard mir viel schenken würde, ohne dass er genau darüber nachgedacht hätte. Ich schenke dir das Buch... Bitteschön, es ist deins, arbeite dich selbst durch, ich will deinen Sekt nicht, ich will nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich will mich vollschleimen und gelte hier als Parasit oder so. Darf ich noch eine Waffe? Ich meine, das kann ja alles sein. Cordula, du glaubst, Reichtum ist nicht gut für die Seele. Vielleicht sind es auch nur so ein paar, also es gibt ja auch klar, also zum Beispiel für die Märklin-Eisenbahn gibt es auch, also gibt es auch so kleine... Manchen Menschen reicht das ja auch. Bernhard. Cordula. Ich weiß, wie sehr dieses verfluchte Mammon einen verändern kann. Es kann einen zu einem Menschen machen, dem alles scheißegal wird, weil er sich alles kaufen kann, weil er glaubt, er kann sich Freunde kaufen. Weil er glaubt, er kann sicher kommen. Weil er glaubt, er kann sich die ganze Welt kaufen. Ich möchte dich davor schützen. Ich will aber wieder die Teile mit mir, dann ist es nur noch die Hälfte und das würde dich sehr erleichtern. Ich habe mich vielleicht ein bisschen plump ausgedrückt, aber es ist mir sehr... Nicole, vielen Dank, dass du so ehrlich zu mir bist.
dass du einfach nicht wie andere Menschen, die mit Büchern ankommen und ich bin dein bester Freund und allerbester Freund, ganz sondern genau. dass du ganz ehrlich kommst und sagst, Bernhard, ich will dich ausnehmen. Das würde ich niemals alles haben wollen. Und das rechne ich dir hoch an. Und deshalb, bevor du diese, es werden wahrscheinlich Unmengen, Millionen, Milliarden an Vermögenswerten sein. Und um dich nicht in die schwierige Situation zu bringen, das wiederum mit anderen zu teilen, behalte ich es einfach für mich. Ist das okay? Okay, Bernhard. Bernhard, versprich jedem ein teures Geschenk. Wenn dir das Geld zerfließt in den Händen, ich werde für dich da sein. Wenn das Geld in meinen Händen zerfließen sollte, dann soll es auf den Boden stürzen. In dieser Wohnung. Denn ich werde, das verspreche ich euch, in die hohle Hand. Jeder von euch bekommt ein Geschenk. Hey? Ein Geschenk? Was denn jetzt? Ich weiß doch überhaupt nicht, was es ist, wie groß es ist. Vielleicht. Kriegt jeder von uns einen Schlüssel? Vielleicht war der verschuldet. Vielleicht hast du... Ich teile mit euch alles, was unter Null ist. Nachher war der jetzt, hatte der nur einen Schlüsseldienst und nur 3 Schlüssel geerbt. Ja, ach du Scheiße. Ja, das kann natürlich sein. Was für ein Scheiß. Da stand drin Gastronomiebetrieb. Das kann ja bei einem Schlüsseldienst nur... Kann man ja auch einen Gastronomiebetrieb draus machen. Schlüsseldienst vielleicht mit Ausschank. So. Wenn mit Kaffee, so einem Wasserding. Ja, weißt du, was die an der Seite stehen haben? Ja. Bernhard, warum machen wir das nicht so? Ich kaufe dir die 3 Schlüssel für 1000 Euro ab. Oder Bernhard Tor Nummer 2. Ich nehme... Bernhard, was nimmst du? Tor Nummer 2. Okay, oder die Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger. Ja, lass uns doch erstmal abwarten. Ich meine, was nützen dir die Schlüssel, wenn ich... Wann weißt du überhaupt Bescheid? Der hat gesagt, er ruft an und sagt mir Bescheid, was ist gemacht. Hast du meine Nummer durchgegeben? Ja, natürlich habe ich deine Nummer nicht durchgegeben. Der soll mich ja selber anrufen. Hier, aber ich meine, guck mal, total abgefahren. Hier, ohne Kabel. Das hat geklingelt gerade. Wenn du mich nicht hättest. Hohecker? Ja. Ja, haben Sie denn etwas rausgefunden? Ja? Bernhard, das Erbe heißt Schillereck und liegt direkt um die Ecke. Und er ja normal nie ran. Ach so. Schiller? Komm zum Punkt. Schillereck. Ja. Das ist die Kaschemme hier an der Ecke. Nein! Kann ich noch ablehnen? Okay. Danke. Nein, ich habe Leute, die mir helfen. Danke. Super Deal. Okay, danke. Das Ding kennst du auch. Das ist das Ding hier an der Ecke. Das Schillereck. Wo wir uns immer fremden. Wer geht denn da rein? Das hat doch zu jetzt auch, die alte Assi-Pinte. Mit TBC-Garantie. Kommt ihr mit? Angucken? Ja. Ja, hallo. Wenn da, vielleicht ist da noch was drin, was am Ende springt. Das könnte natürlich sein. Ein Feuerzeug auf dem Tresen oder so. Und ich als dein bester Freund begleite dich vorsichtshalber dann. So. Wo ist das jetzt? Links! Da, links das Ding! Das ist das! Scheiße! Oh Gott! Oh oh! Das ist wahrscheinlich der. Hast du die Dreckskarre auch noch geerbt? Jetzt komm, lass mich. Achso, der ist nicht dabei. Jetzt hier. Na, den so ein Christ ja ruckzuck aufgebrochen. Habe ich gehört. Das machst du gleich. Was gibt's denn zu essen? Ja, genau. Heringsdip mit Bratkartoffeln. Grillteller-Spezial. Oh. Was ist denn gebratene Flönz? Blutwurst.
Flönz. Gebratene Flönz, Blut, Wurstkirsch und ein lecker Mädchen, der brochene Kirsch, um glücklich zu sein. Es riecht streng. Du Scheiße, Olli, guck mal. Flönzburger Pilsen. Boah, hier, guck mal, noch die alten Fußballbilder. Was ist das gerade passiert? Guck mal, das ist da aus den 70ern. Ich werde besteuert. Nee, 60er ist das. Ich sehe nichts. Ich riech schon mal, wo die Klos sind. Licht? Haben wir hier Licht irgendwo? Ich habe ja was mitgehen lassen beim Notar. Ah. Mach doch mal hier irgendwo. Hier muss doch irgendwo ein Sicherungskasten sein, wo man das an. Käthe, hier. Danke, Meister. Ja, mach doch mal Licht, ich werd wahnsinnig, ich krieg Angst hier. Ah, hier, 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 hier. Komm mal mit dem Feuer hierher, falls es der Gaskasten ist. Das ist hier nach. Oh, das ist hier. Du Sicherung. Warst doch mein Freund, dann mach doch mal an. Das ist hier. Mach wieder aus! Ach. Ja, herzlichen Glückwunsch! Bernhard, fluche laut über dein Erbe. Ey, so eine Scheiße! Der Gastronomie, das Einzige, was man hier essen kann, das sind Kakerlaken und so eine Scheiße. Das gibt's doch nicht! Bernhard, ich hab doch. Guckt euch das doch mal an! Bernhard, ich hab gedacht, ich komme hier rein, hier pulsiert das Leben und was ist. Bernhard! Ich hasse Spinnen, Zigarettenmarken, verdammt nochmal, die sind geraucht worden, da wusste man noch gar nicht, dass es Zweite Weltkriege gab. Bernhard! Ich hasse die Snockel! Ich hab eine Spinnenphobie! Ich werde angegriffen! Hilfe! Hilfe! Wir machen das alles ganz schön. Alles ganz schön, ja. Warte mal, ich versuche mal dein Erbe zu verdoppeln. Ja. Cordula, der erste Eindruck wird oft überbewertet. Hä? Bernhard, das Ding hier ist ein Ding mit ganz viel Potenzial. Absolut. Du siehst das viel zu... Viele zu Sachen, die das Potenzial... Guck. Nein, du nimmst deinen Geil. Ersten Eindruck gerade viel zu ernst selber. Guck mal hier, da haben sie uns noch was zu essen gelassen. Was? Ja. Das ist aber... Das war, ich glaube, das war eine mal, Dose Nüsse, Bernhard, ist aber in der Zwischenzeit zu Kartoffeln so. Gewachsen und hat sich selber zu Salat zerlegt. Alter, schon von besonders vielen gleich. Ah, Scheiße! Einen Kunden habe ich. Ich sehe mich hier schon. Leaving Las Vegas. Muss ich jetzt hier noch hinsetzen? Sag mal, Bernhard. Ich geh mal hinter die Theke. Ich glaube, als der Laden zugemacht hat, hat Marika Röck ihre Karriere begonnen. Bernhard, wo bist du jetzt? Hallo. Aber ja. Du passt aber ja als, sie, über als sie die Flucht ergriffen haben, haben sie wenigstens noch versucht aufzuräumen. Ein Pinsel ist vorhanden. Sag mal, wenn du das hier alles mal sauber gemacht hast, wenn du alles weggeschmissen hast, was du nicht brauchst, dann ist der Laden leer. Wenn du richtig... Da, das ist er! Das ist er, die alte Sau! Was dein... Das, jetzt, so sieht jemand aus, der aus der Familie verstoßen wurde. Zu Recht. Tietje, bring Bernhard Kneipendeutsch bei. Ja, ich hab schon hier, der Automat ist schon so gut wie voll. Bernhard. Ja, was suchst du denn? Du hast ihn noch gar nicht aufgegessen. Aber. Schau mal. Bernhard. Du sitzt hier an der ganz falschen Stelle. Was in keinem Buch steht. Ja. Guck mal, und was du auch sonst nirgendwo lernst. Bernhard, das ist ruckzuck aufgegessen hier. Das lernst du bei mir.
Also erstmal brauchst du einen neuen Namen. Die Bernie Bar. Dann ist ja auch ganz wichtig, du musst die Leute auch animieren, was zu trinken. Das heißt, du musst mit ihnen reden. Hast du Durst? So nicht. Ja, bist du ein oder wer? So redet man mit seinen Kunden. In Köln Norddeutsch reden könnte vielleicht eine schlechte Marketingstrategie sein. Da kommt man nicht dran, ohne... Hier sind noch offene... Hey, jetzt machen wir nicht mal einen einzigen Stammgast kaputt, den ich habe in der... Jetzt ist sie ganz tot, ne? Kleiner Trick. Oh, drei Frikadellen! David, mein Copperfield. Cordula, probier dich als Bardame. So, hier Cordula, bitte. Jetzt. Na du kleine süße Sau, womit kann ich dir denn helfen? Ich kann es dir sagen. Ich habe meinen Hunger. Vielleicht lenkst du dich besser ab, nimmst den Lappen und wichst einmal feucht durch. Scheiße, du bist ja der Chef, ne? Ich wollte dir gerade schon 4 Euro leihen. Ich bin der Chef. Ich bin Chef. Und ich bin die erste Mitarbeiterin von dir. Ich bin dann die mal Bardame los. Babsi. Die Bardame Babsi? Ja? Frag den Olli. Was? Im Moment rennen die Gäste aber eher vor dir weg, als dass du dir... Sag mal, hier brauche ich auf jeden Fall eine Stange. Was kann ich machen? Das würde ich gerne sehen. So, Cordula, zeig mal, was du drauf hast. Oh ja, pass auf, kann sich ja, das ist eine Übungsstange, kann sich hier oben festhängen. Wir sind geilfeine Gäste. Mach mir erst mal sauber. Das ist ja der Hammer. Ja. Sobald man daran reibt, wird das sauber. Ja, klar. Das sollte ich mal bei mir zu Hause probieren. Vielleicht fragt sich nur wo. Bernhard. Seht ihr? Ja? Erstmal habe ich Angst, dass du mit dem, was du in der Hand hast, näher rankommst. Bleib einfach. So. Was, glaube ich, total einen Eindruck macht, ist, wenn du hier vor der Tür stehst, ja, und jeder, der reinkommt, erstmal so platz wieder raus in den Flur treibst. Wie sagst du auf Norddeutsch immer? Hier kommt nicht jeder rein. Erstmal heißt es Norddeutsch. Ja, und zweitens redet ihr nicht alle durch die Nase, sondern nur Dieter Bohlen. Das weiß ich. Dieter Bohlen. Boah, wie war Leute, das? Hier kann man sich ja nirgendwo hin. Hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht rein. Ich spiel mal. So. Komm jetzt einfach mal. 3, 2, 1 und los. Palim, palim. Du kommst hier nicht rein. Ich hab so eine Flasche Pommes frites. Lass mal, Charlie. Sag mal. Das ist ein Freund von mir. Ja. Okay, Chef. Ja, Olli. Ich war auch nur mein Job. Olli? Olli? Du bist Bernhards bester Freund. Ja, und? Ja, mach mal sauber hier. Bernhard, sprich mit deinem verstorbenen Erbonkel.
Hey Leute, nicht, hallo, jetzt nicht sofort alles anfassen. Ich meine, ihr dürft ja nicht vergessen, das ist, also das sieht zwar aus wie Möbel, es sieht aus wie Spinnweben, gut, es sind auch Spinnweben, aber es ist ja mehr. Ich meine, in den Sachen, da steckt ja Geist drin, da steckt ja Leben drin, da ist ja, das ist ja, das ganze Mobiliar kannst du ja auch verkaufen. Das ist ja im Prinzip die Restseele von Onkel Eduard. Eduard. Von Onkel Als ich das Eduard? Erste Mal dieses Bild von dir gesehen habe, habe ich gedacht, meine Fresse, wer stellt sich sowas in den Raum? Doch jetzt, wo ich den Geist der Vergangenheit spüre, ich werde niemals so viele Haare im Gesicht haben wie du. Danke. And that's why... Na dann, Prost auf den zukünftigen Kneipenwirt Bernhard. Mehr aus der Schillerstraße sehen Sie am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr hier seit 1. Bis dahin. Tschüss. Thank you.